herzliches Gra an euch alle zum Film Kedumas krasser Shit am Set vom Werwolf. Vielleicht wundert ihr euch ja, dass der Film ein FSK 16 bekommen hat. Nun, die Erklärung ist ganz einfach. Ich wollte nämlich einmal schauen, wie das so abläuft bei einer Produktion eines Keduma-Films. Deshalb habe ich versteckte Kameras im Keduma Filmstudio positioniert und ich kann euch sagen, das war wirklich richtig krasser Shit, was dabei rauskam. Man hat sehr auf mich eingeredet, damit ich das verschweige und das geheim halte, was ich euch jetzt zeigen werde. Leider kam man dahinter, dass ich die Aufnahmen habe. Und deswegen sind einige Aufnahmen nicht mehr ganz so gut erhalten, weil diese beinahe verbrannt worden wären. Trotzdem wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Film. Tschüss! So, hallo meine Freunde. Ja, heute drehen wir ja, wie ihr alle wisst, der Werwolf vom Silberwald. Und da sollte eigentlich mein Bruder Jack die Regie führen unter anderem, aber der ist dann noch nicht da. Hat jetzt irgendjemand ein paar Ideen für einen Film oder ja, keine Ahnung, was wir heute machen. Ne? Also es soll ja eigentlich ein Kinderfilm werden. Ach guck mal, wenn man vom Teufel spricht. Na Jack, boah, du siehst da richtig durchgefickt aus. Na du kleiner Stricher, heute schon hier wichst oder was? Was nee. Gehst du mir denn schon am frühen Morgen so auf die Eier, du Nudelkopf? Ja, ich brauch nicht wichsen, ich bin verheiratet, ich hab die Lindy. Ja, mit deiner Mama. Ich geh doch nicht mit meiner Mama ficken. Ja, natürlich. Jeden Abend im Busch. Ich hab dich gesehen, du Wichskopf. Das war gestern Abend die Lindy. Nein. Ich werde doch wohl noch meine Frau mit meiner Mutter unterscheiden können. Ich war gestern Nacht mit deiner Frau im Bett, du warst mit der Mama im Bett. Ja. Was meinst du, warum deine Kinder so aussehen wie ich? Deswegen sehen die so hässlich aus. Ja, aber sicher das. Wahr. Außerdem, wie kann ich meine Mama bumsen? Die lebt doch noch in Mexiko. Das geht doch gar nicht. Natürlich. Ich habe sie letzte Woche hergeholt. Und dann eine Schönheits-OP gekriegt und Schwarz dann... Schwarz über die Grenze. Gewinn. Wahr. Ja, natürlich. Im Truck hinten, im Kofferraum. Aber wenn das Trump wüsste, du. Na, scheiß drauf. Mann, ey. Ja, ne, egal jetzt, scheiße. Warum muss ich eigentlich so eine schwule Stimme in dem Film immer haben, hä? Weil du schwul hier so bist. Ja, ne, was ist jetzt das hier? Wo kommt denn Löcher in der Käse her? Was soll das? Du, das soll ein Kinderfilm werden, ne? Da scheiße ich drauf, ich zieh mir jetzt erstmal einen Joint. Was? Komm, guter Stoff, lass mir auch mal sehen. Guter Stoff. Gib mir auch mal die Tüte. Gib mir her die Tüte. Ah, da. Zieh doch mal ordentlich, du Lusche. Nee, was bist du eigentlich? Bist du mein Bruder oder eine Pussy? Kann ich nicht irgendwas dazwischen sein? So ein Puder? Ich hole gleich die Peitsche, du Pussy. Das steht. Dann kriegst du so eine schöne mexikanische Schlagfotzenschlampe hier. Gib doch mal die Scheiße. Ja, zieh. Du Pussy. Ja, ich bin nichts Gutes mehr gewohnt. Guck mal, dein großer Bruder Jack zeigt dir jetzt, wie das geht. Ja, zeig mal. Ha, läufst du schon blau an im Gesicht, Spasti. Ich bin braun, ich kann nicht blau werden. Guter Stoff jetzt. Ah, das ist dir aber früh aufgefallen, ey. Spacken. Das Schöne aus Mexiko, ja. Das Schöne aus Mexiko, das ist billiges Zeug aus Berlin. Nein. Deine Mama ist billiges Zeug aus Berlin. Nee, sie ist billiges Zeug aus Mexico City. Genau. Kennst du noch nicht mal den Unterschied zwischen Mexico City und Berlin? Deine Mutter. Meine Mutter kann nicht der Unterschied zwischen Mexico City und Berlin gleichzeitig sein. Doch. Backenkind, doch. Ey. Denn deine Mutter macht sich breit auf der Grenze. Ist zwar auch meine Mutter, aber da scheiß ich drauf. Ich wollte gerade sagen, wenn du meine Mutter beleidigst du deine Automatik. Halt's Maul, Hurensohn. Was? Hurensohn ist ein böses Wort, das darf man nicht sagen. Fick dich. Mache ich nachher, dann denke ich kurz an dich und dann stecke ich mir so ein Dildo im Popo. Ja, das ist schön. Ja, Lindy müsste noch eins haben. Ja. Ja, so ein richtig... Von deiner Mama. Lass doch mal meine Mama aus dem Spiel, beleidige deine eigene.
Meine Mama ist deine Mama, also habe ich das Recht, sie zu beleidigen. Ich bin der Ältere. Ach, scheiße, da war... Also, seit wann bist du der Ältere? Du bist 3 oder 4 Jahre jünger. Am Arsch. Ja, da auch. So, unabhängig jetzt von der sexuellen... Halt's Maul, ich geh nach Hause kiffen. Nein! Wir müssen hier einen Film drehen und ich brauche dich als Regisseur, weil ich die Kamera führe. Drehen wir Porno? Nein! Okay, ich geh nach Hause. Nein, Moment, warte. Doch, wir drehen Porno. Sehr schön. Scheiße, wir spielen... Aber wir drehen Kinderfilme! Meine Güte, ey, zu was verleitest du mich denn hier Kacke zu erzählen? Hä? Ja? Wir drehen hier doch ein Porno! Nein, wir drehen einen Kinderfilm, der Werwolf im Silberwald... Den Werwolf im Silberwald, was hast du denn gedacht, was das ist? Ja, das ist der Werwolf, der nudelt die Alte, das ist ein Porno. Warum darf ich eigentlich nicht die Alte nudeln? Immer dieser scheiß Werwolf. Ja. Scheiß auf den Werwolf. Wo ist meine Flinte? Ich fick den Wichser. Den kannst du ja nachher auch erschießen im Film. Aber sind nur Platzpatronen. Ich nehme echte. Und dann bummst sich die Prinzessin. Das geht nicht, wir brauchen den Schauspieler noch. Da scheiß ich drauf. Du, von mir aus kannst du auf den Werwolf scheißen, ne? Das ist eine Sache nach dem Dreh. Ich ziehe jetzt erstmal nochmal an der Tüte. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du voll gekifft Regie führen willst heute, oder? Doch. Du, da kann doch nichts Vernünftiges mal rauskommen, du Pimmelkind. Ist der Plan. Oh. Ja. Das ist schlecht. Seit wann bist du eigentlich Doppelter? Ich wusste gar nicht, dass es dich als Zwilling gibt. Ja, deswegen... Habe ich 2 zum Draufhauen, Pussy. Deswegen habe ich auch die Möglichkeit, mich nachher zu ficken. Weil es 2 von mir gibt. Ja gut, ich nehme deine Frau wie letzte Nacht. Nein. Doch. Nein, die fick ich. Nein. Doch. Du fickst dich selber. Ja, und danach meine Frau. Und deine Mama. Nein, die ist in Mexiko. Nein. Ich fahre doch nicht für einen Sex mit meiner Mutter einmal über die Grenze. Doch, weil ich deine Frau fing. Nein. Doch. Nein. Frag sie doch. Was ist mit deiner Frau? Die fing ich auch. Ich denke, du fickst meine Frau. Ich fick beide Frauen. Meine und deine in einem Dreier. Oh. Aber du kannst ja nicht beide gleichzeitig ficken. Doch. Sowas nennt man Doppeldödel-Dancer, mein Freund. So, aber kommen wir wieder zurück zum heutigen Film, sonst wird das ja nie was. Also... Ja gut, komm. Ja. Ich komm nicht. Doch, in deiner Mama. Nein. Doch. Nein. Doch. Also... Ich bin dein Vater. Du bist mein Bruder. Und mein Jüngerer noch dazu. Nein. Ja doch. Als Maul. Bin ich wieder so schmal, aber ich bin, dann kann ich nicht vernünftig reden. Das hört sich ja an, als würde ich einen Schwanz lutschen. So soll es sein. Bück dich! Nö. Hör mal, in der Geschichte geht schon Richtung Inzest, wegen Cousin und Cousine. Das heißt nicht, dass hinter der Kamera auch Inzest betrieben wird. Porno! Nein! Mann! Nix Porno. Also, wie machen wir das jetzt mit dem Dreh? Das soll ein schöner, anständiger... und sexistischer Kinderfilm werden. Ja, wir machen das so. Pass auf. Ja, ich passe. Du führst die Kamera. Ja, ich führe die Kamera. Du filmst den ganzen Scheiß? Ich filme den ganzen Scheiß, ja. Ich sitze in meinem Regiestuhl und lass mir von deiner Frau einblasen. Nein. Doch. Nein. So steht's hier. Wo? Im Drehbuch. Guckst nein. Du. Da steht, Jack kriegt eingeblasen von Luzis Frau. Und das ist danach geschrieben mit Tintenkiller. Halt's Maul. Also wir müssen uns jetzt überlegen, wie gehen wir die Szenen an. Bei dir sind ja zum Beispiel die Szenen mit, ja scheiße, du hast eine Szene mit meiner Frau. Du, ja. Ich film das. Ich sag dir, wenn du nur ein einziges Mal mit dem kleinen Finger die linke Titte von meiner Frau berührst. Was soll ich denn mit der linken? Ich nehme die rechte Titte. Du bist ja rechtsradikal. Du, ich sag dir, dann klatscht das, aber kein Beifall. Ich hab ja sogar an der Mumu gekitzelt. Gestern Abend. Ich auch. Ih, ist ja ekelig. Nee, das macht man nicht. Wo ist mein Gras hin? Hier hab ich.
Der kleine Stricher raucht schon wieder mein ganzes Gras weg hier. Ja, du hast schon zu viel gehabt. Ja, guck mal, ich sammle dir die Tüte an. Dann gehst du nicht mehr ran. Ah, ich hau dir auf die Schnauze. Niemand so macht meine Tüte an. Doch. Deine Mama vielleicht. Ja, reicht doch. Ja, aber dann rauchst nur noch du den Shit. Nö. Deine Frau kann sich ruhig meine Tüten in ihre Muschi stecken. Da heul nicht, da hast du die Tüte wieder. Danke. Also heute auf dem Drehplan steht die Szene mit dem König und seinem Sohn. Ja. Dann die Szene mit der Hexe. Ja. So, dann die Szene mit Lindy und dir. Ja. Nein, nicht hier. Da. Okay, die Szene wird gestrichen. Nein, wir müssen die Szene abdrehen, aber wer, du machst deine irgendeine Schweinerei. Ich mach sehr viel Schweinerei. das befürchte ich auch. Ja. Ja, kannst du überhaupt hier den bayerischen Dialekt? Den bayerischen Dialekt? Ja. Ja, den brauchen wir für den Jäger. Ich wusste, da war was. Ja. Reicht es hier? Warte kurz. Warte. Los, schneller, wir wollen heute noch fertig werden. Junge, was ist jetzt dies? Wo kommst du denn her? Was soll der Scheiß da? Was magst du da? Ja, das kann man nehmen. Ja, siehst du, sag ich doch. Ja, in deinem Zustand ist in Ordnung. Ja, deine Frau mir letzte Nacht gezeigt, dass sie mir einen geblasen hat. Wie soll die dir Sprachtechniken gezeigt haben, wenn die dir einen am Blasen war? Das geht doch gar nicht. Sowas nennt man Französisch. Dann wäre die am Nuscheln gewesen. Ja, und war Französisch. Von mir aus kann das auch Italienisch gewesen sein. Zumindest war es kein Bärisch. Das war gut. Okay. Lindy, wenn wir nachher nach Hause kommen, glaube ich, sollten wir miteinander reden. Ja, und danach kommt sie wieder zu mir. Nein. Die sperre ich im Keller ein. Deine Mutter vielleicht. Ja, die auch. Ja, dann kannst du dich dran vergehen, aber ich nehme deine Frau ein. Nein, du kannst dich an meine Mama vergehen. Nee. Doch. So einen perversen Scheiß mache ich nicht. Ach so, ist ja auch deine Mama. So machst nur du. Nein. Doch. Nein. Ich hab dich doch gestern gesehen mit der alten Mutti hinter der Scheune. Soll keiner wissen. Ich meine, das kann keiner wissen, weil das nicht passiert ist. Ich hab alles aufgenommen. Wie? Alles Videobeweis. Nein. Steht auf xnxx.com, mein Freund. Kann jeder sehen. Garantiert nicht. War sogar live auf YouTube. Was? Ja. Aber wo du gerade sagst, hier wegen Videobeweis. Wir müssen auch noch die Szene heute mit der Oma drehen. Du und die Oma, wo die Oma dich heiraten will. Ich scheiß auf die Oma! Da habe ich dir schon mal gesagt, das kannst du nach dem Dreh machen. Aber während des Drehs hast du dich an das Drehbuch zu halten. Ich heirate keine Oma. Oh doch. Nee. Oh doch. Ich bumse eine Frau, aber ich heirate keine Oma. Von mir aus kannst du auch die Oma bumsen, ist mir scheißegal. Hauptsache du hältst sie ans Drehbuch und machst das vernünftig. Nein. Doch. Ich halte mich zwar ans Drehbuch, aber ich heirate keine Oma. Nicht? Nein. Warum nicht? Weil das eklig ist. Komm, ich gebe dir 5 Euro. 5 Euro ist auch Geld. Nein. 5 Euro ist eine Menge Geld. Ist mir egal. Ja, wenn es dir egal ist, dann kannst du die auch bumsen. Nein. Du hast gerade gesagt, das ist dir egal. Aber nicht für 5 Euro. Gut, 6,50. Okay. So, sehr schön, haben wir das auch geregelt. So, alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir auf Anfang. Was drehen wir zuerst? Drehen wir erstmal die Sache mit dem König und dem Bruder vom König. Quatsch, was erzähl ich denn für eine Scheiße vom der Sohn vom König, so. Genau. Ja, du machst mich noch ganz bescheuert. Also, ich gehe schon mal hinter die Kamera, dann drin. Was? Ich zieh mich nicht aus. Ich weiß, Lindy zieht sich gerade aus. Nice tits. Aber warum soll die sich ausziehen? Steht so im Drehbuch. Guckst du. Bitte, was? Das ist wieder mit Tintenkiller nachgeschrieben. Ja. Mit Zitronensaft. Ja. Dann kriegst gleich anderen Saft von mir in deine Fresse, wenn du nicht aufhörst mit der Scheiße. Den kriegt deine Frau von mir in die Fresse. Garantiert nicht. Oh, oh. Bitte, was krieg ich? Nichts. Okay. So, du also, kriegst meinen Saft, Babe. Hat man von mir gesprochen? Nein. Doch. Nein, jetzt zieh ich wieder schöne an. Schöne Tittchen.
Heute spielt Schneewittchen? Oh, wusste ich ja gar nicht. Moment, da muss ich erstmal ein anderes Kleid. Nein. Mach mal dein Hörgerät. Moment, ich muss mich da nochmal umziehen. Ich brauche da nicht das schwarze Kleid, sondern das gelbe mit dem blauen Rüschen und so. Du kannst nackig bleiben. Ich bumst dich gleich. Wer bumst wen? Ich dich. Das geht nicht. Doch. Nein, ich muss mich umziehen. Dazwischen. Was ist dazwischen? Deine Muschi mit meiner Zunge. Das will ich aber nicht. Hast du gelitten, Babe? Kennst du K.O.-Tropfen? Ja. Bitte was? Ach, nix. Jo, dann kann ich weiter meinen Karottensaft hier trinken. Ohne Probleme. Ohne Probleme und Bedenken. Genau. Oh, das schmeckt aber komisch. Ja. Gib mal die Tüte. So, ich muss da mal eben los. Deine Frau ist willig und billig. Nein, hier geblieben. Ich brauche dich hier für die Regie. Wir drehen doch jetzt. Aber wer fickt dann deine Frau? Sie fällt gerade ins Koma. Niemand fickt meine Frau. Außerdem muss die gleich... Hallo, Lindy, bleib wach. Ey, guck dir die an. Die sieht aus, als wäre die unter Schore. Bist du behindert oder was? Gute mexikanische Schore. Spastikind, wir brauchen die gleich zum Drehen. Papa hat Bock darauf. Du bist widerlich. Ja, ich weiß. Ich steck dir gleich meine Zunge in dein Ohr. Steck ich meinen Schwanz in deine Frau. Hattest du das nicht sowieso schon vor? Ich hab's vor, ich hab's gemacht und ich werde es wieder tun. So wie Cäsar. Ich kam, sah und spritzte. Ja. Nee. Also, Schnauze halten, Kopfhörer aufsetzen, setz sie auf deinen scheiß Stuhl und dann drehen wir jetzt endlich erstmal die erste Szene. Ist ja gut. So, ja. Okay, ist das ein schöner Tag heute. Da macht das Regieren bestimmt nochmal so viel Spaß. Aber wo ist eigentlich Ferdinand? Ich hätte wetten können, er wäre schon längst hier. Na, er wird ja wohl sicherlich gleich kommen. Komm. Na, mein Sohn, du bist aber groß geworden. Komm. Wahrscheinlich doch auch von vorne, ne? Nee. Ja, bis dahin war ja okay. Komm. Eigentlich ist er ja ein guter Junge. Wenn da nur nicht diese Sache mit der Silbermine wäre. Das wird nochmal ein böses Ende mit ihm nehmen. Wenn er sich nicht von der Mine loseisen kann. Natürlich würden wir durch die Silbermine sehr reich werden. Doch wenn Dorothea Ferdinand die Mine nicht geben will, muss mein Sohn sich nun halt damit abfinden. Dorothea ist bei allen im Königreich als Hexe verschrien. Und sicherlich auch imstande, den ein oder anderen Fluch auf jemanden zu legen. Mir läuft die Suppe in der Scheiße zusammen. Sprich ab hier dann nochmal. Auch imstande und dann hier nochmal. Auch imstande, den ein oder anderen Fluch auf jemanden zu legen. Da muss Ferdinand unbedingt auf sich Acht geben. Königin Lara, die jüngste von insgesamt 3 Schwestern aus der Inzestparade der Mutter. Was bitte? Den Satz bitte noch einmal. Du scheinst in der Zeile verrutscht zu sein. Dann mit den Inzesten, dann kommt das später. Nein, wo war denn das? Jette. Da, Königin Lara. Ich hab... Königin Lara, die jüngste von insgesamt 3 Schwestern, welche meine Frau und Ferdinands Mutter war. Hätte es sicherlich auch so gewollt. Viel zu früh ist sie gestorben. Direkt nach Ferdinands Moment, Geburt. Moment, noch einmal, ab viel zu früh ist sie gestorben wegen dem Glas, das macht Hintergrundgeräusche. Viel zu früh ist sie gestorben. Direkt nach Ferdinands Geburt. Sie versprach immer für ihn da zu sein.
wenn er in Not sei. Hoffentlich hält sie ihr Versprechen. Du warte mal. Er macht halt mal so ein bisschen trauriger die Stimme. Okay. Ab viel zu früh. Viel zu früh ist sie gestorben. Direkt nach Ferdinands Geburt. Ist die alte Sau auf dem Bett verblutet. Was? Das war so schön. Viel zu früh ist sie verstorben. Das ist zu traurig. Das ist zu traurig. Mann. Viel zu früh ist sie verstorben. Direkt nach Ferdinands Geburt. Sie versprach immer für ihn da zu sein, wenn er in Not sei. Hoffentlich hält sie ihr Versprechen. Scheiße! Ich glaub das nicht. Warum musste er jetzt rauskommen? Das war gerade perfekt. Ja. Alfons. So heißt Vielleicht hat er damals bei Dragoni auch hinbekommen. Hauke. Bin ja ich. Ah ja, ja. Darf ich ja nicht in den mitnehmen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich grüße euch, mein Sohn. Heute ist ein sonniger Tag. Nutzt ihn. Nochmal bitte. Das habe ich immer in der Stimme ganz genau gehört, weißt du, Leute. Warum war doch gut? Dann sollen Kinder Kinderfilm werden. Gut. Ich grüße euch, mein Sohn. Ihr könnt ja mal wieder ausreiten. Weil ihr denkt, ich bin so versaut. Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß. Ja, ist richtig. Ihr könnt ja mal wieder ausreiten. Oder auf die Jagd gehen. Nochmal so ein bisschen so ohne Hintergedanken in der Stimme. Ihr könnt ja mal wieder ausreiten. Ne, warte. Ihr könnt ja mal wieder ausreiten. Oder auf die Jagd gehen. Schon wieder. Ich will nicht, dass ihr sie wieder belästigt. Nochmal aber so verwundert. Schon wieder? Schon wieder? Halt da rum, Fürsto! Schon wieder? Ich will nicht, dass ihr sie wieder belästigt. Und gewöhnt euch ab. Bäs. Achso. Schon wieder? Ich will nicht, dass ihr sie wieder belästigt. Und gewöhnt euch ab, eure Tante als Hexe zu bezeichnen. Was? Alter Ficker. Du weißt noch gar nicht, dass die Tante ist. Ich hab geraten. Ist richtig. Okay. Schon wieder? Ich will nicht, dass ihr sie wieder belästigt und gewöhnt euch ab, sie als Hexe zu erwähnen. Habt etwas mehr Respekt vor dieser Frau. Sie ist alt, aber weise und hat viel Erfahrung in manchen Dingen. Sie hat viel Erfahrung, mein Sohn. Ja, die ist sehr fleißig. Also erstmal ist der traurig, ne? Weil der hält den Sohn für tot. Heute ist es genau 5 Jahre her, dass ich meinen geliebten Sohn... Meine Güte. Okay. Heute ist es genau 5 Jahre her, dass ich meinen geliebten Sohn zum letzten Mal sah. Ich bin zwar noch wie vor... Nach wie vor. Ne? Ab hier dann. Ich bin zwar nach wie vor imstande, mein Land zu regieren, doch würde es mir leichter fallen, wenn Ferdinand noch da wäre. Wie gerne ich ihn noch einmal in meine Arme nehmen. Und ihm sagen würde, nochmal. Ich glaube, ja. Wie gerne ich ihn noch einmal in meine Arme nehmen und ihm sagen würde, wie lieb ich ihn doch habe. Und jetzt musst du so überrascht sein, weil du hältst den ja für tot und auf einmal ist er da und hält den Prängel im Gesicht. Ferdinand! Du bist das wirklich? Nochmal bitte. Oh, Ferdinand! Oh, Ferdinand! Du bist es wirklich! Was denn? Verwundert, ja nicht einfach nur... Ferdinand? Oh, Ferdinand! Alte Wichse!
Da brauchst du nicht übertrieben sein, ey. Freu dich, der hat den 5 Jahre nicht gesehen, Mann. Ich weiß gar nicht. Du würdest auch nicht. Bei deinem Sohn. Joachim? Doch. Ja, so. Joachim! Oh, Ferdinand. Du bist es wirklich. Oh ja, die kenne ich gut. Die Frau, die ich damals fickte. Was? Das ist richtig. Oh ja, die kenne ich gut. Die Frau, die ihr gesehen habt, war Königin Lara, eure Mutter. Sie hat damals kurz vor eurem Tod ein bisschen netter. Wieso deine scheiße Mutter da? Da war deine verkackte Mutter, die alte Bitch. Okay. Oh ja, die kenne ich gut. Die Frau, die ihr gesehen habt, war Königin Lara, eure Mutter. Mutter. Mutter! Mutter, wo bist du? Ja. Mein Gott. Ja, wo sind? Oh ja, die kenne ich gut. Die Frau, die ihr gesehen habt, war Königin Lara, eure Mutter. Sie hat damals, kurz vor ihrem Tod, gesagt, sie würde immer auf euch aufpassen. Und nun ist ihre Aufgabe anscheinend erledigt. Das war schön. Ja, das war er. Aber das muss euch nicht ängstigen. Sie hat lediglich auf euch aufgepasst. Nicht zu danken, alter Ficker. Oh. Nichts zu danken. Eure Verlobte wartet sicherlich schon mit euch über die Hochzeit. Was? Wartet sicherlich schon mit euch über die Hochzeit reden zu können? Ja. Türkisch ist scheiße. Okay. Ja, ist aber grammatikalisch nicht richtig. Nichts zu danken. Eure Verlobte wartet sicherlich schon, mit euch über die Hochzeit reden zu können. Deshalb ziehe ich mich jetzt zurück und hol mir einen runter. Was? Warum macht ihr das? Hey, ich fange auf, deshalb ziehe ich mich zurück. Deshalb ziehe ich mich zurück und werde eine Runde im Schlosspark machen. Mit den liebsten Worten. Und werde die Schlossmarkt nageln. Okay, warte. Deshalb ziehe ich mich jetzt zurück und werde meine Runde im Schlosspark laufen. Wir sehen uns dann ja heute Abend beim Abendessen. Gibt Mensch. Ja, bis heute Abend. Ja, und damit bist du durch mit dem König. Oh, Lindy, du Sau, du. Nein, jetzt nicht. So, lass meine Frau zufrieden, Fingerich. So. Menno. So. So, ich... So, jetzt kommen wir... Dummer, kleiner Hurensohn! Wisst ihr was? Das war der Arsch deiner Frau. Warum nennst du den Arsch meiner Frau Hurensohn? Weil ich ihr gerade mit viel Mühe meinen Penis reingequetscht habe. Ach, deswegen hat sie so gelacht. Hat wohl eher gequietscht. Jetzt gönn ich mir noch ein Tütchen. Jetzt habe ich deine Frau befriedigt ohne mich. Was? Als ob... So, jetzt drehen wir weiter. Jetzt kommt die Szene mit der Hexe. Ja, da kann dir Ramona direkt auf die Bühne und dann kann die den Prinzen kann die dann verwandeln, ne? Ja, dann macht sie den zum Werwolf und dann Baby kommst du rüber, ein bisschen ficken. Nein. Doch. Warum? Weil's meine Frau ist und ich Bock hab. Seit wann? Ist Ramona deine Frau? Guck dir die an, die ist eine alte Hexe. Aber nur in dem Film. Achso. Sonst ist sie eine super geile Sexbombe. Eine Sexmaschine. Du willst mir doch nicht sagen, dass die Frau da gerade hinter uns, die aussieht wie eine 180-jährige Hexe, nur eine Maske trägt. Ja. Oh. Können wir die Frauen tauschen? Nein. Oh. Kriegst du auch meine Frau? Deine Frau hatte ich schon. Dann kriegst du die nochmal. Nee. Hat man über mich geredet? Nein, raus. So, weiter. Also, Ach komm, lass doch mal die...
Ja, guck mal, die Lindy, die hat heute nice Tits, hast du gesagt. Da kommen wir doch die Frauen heute. Ja, sie hat schöne Titten. Ja. Die nehme ich mir auch, wann ich Bock hab. Ja, also, dann kann ich aber doch... Aber meine Frau kriegst du nicht. Wenn die unter der Hexenmaske besser aussieht als die Lindy, dann kann ich die doch mal haben. Nein. Nur mal 5 Minuten. Nein. Ohne Kondom. Nein. Mit Kondom. Du kannst ihren Bruder haben. Deine Frau hat einen Bruder. Ja. Oh. Es tut mir leid. Ja. Und der fickt die? Nein, der fickt dich. Was? Ja. Und wieso weiß ich davon nichts? Weil ich dich jedes Mal unter Schore setze. Achso. Ja. Okay, ich habe mich schon gewundert. Ja, dann drehen wir jetzt die Szene mit der Hexe. Ja. 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 So, einmal Klappe Action. So, Meine Pilze wachsen und gedeihen prächtig. Da werde ich ja bald wieder einen schönen Zaubertrank draus machen können. Oh, Prinz Ferdinand, was verschafft mir der Ehre? Verzeiht mir. Nein, das war scheiße. Das war zu hoch. Ja. Verzeiht mir, aber solange ich noch lebe... Boah, jetzt muss auch wohl noch was sprechen wegen mir. Mann, so. Verzeiht mir, aber solange ich noch lebe, brauche ich das Silber in der Mine. Zum Hexen. Zum Nochmal. Hexen. Das war das in nicht drin. Ich kann euch gerne etwas von meinem Land vermachen. Mehr aber vermachen. Auch... Ja, vermachen. Vermachen. Ich vermache. So ein Scheiße. Nochmal das, ja, ne? Ja, ja. Ich kann euch gerne etwas von meinem Land vermachen. Mehr aber auch nicht. Ja, das bin ich. Und durchsichtig bin ich durch einen gestrigen Zauber geworden, der leider fehlgeschlagen ist. Sprech nochmal hier betont. Ja, das bin ich. Also, du bist eine Hexe? Ja, ich bin eine Hexe. Ja, das bin ich. So? Ja, das bin ich. Okay. Ja, das bin ich. Und durchsichtig bin ich durch einen gestrigen Zauber geworden, der leider fehlgeschlagen ist. Boah. Ja, was hat die Hexe für Witze genommen? So, redet sie die ganze Zeit mit Nachdruck. Ja. Ich stelle jetzt schon Schluss auf. Ja, das bin ich. Du Ja, das bin ich. Und durchsichtig bin ich durch einen gestrigen Zauber geworden, der leider fehlgeschlagen ist. Ihr wollt mir drohen? Seht ihr das? Eigentlich so hoch. Schatz, denk immer an die Eule. Nein. Eulendiebstahl. 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 Ihr wollt mir drohen? Seht ihr denn nicht an meinen fehlgeschlagenen Zauber, wozu ich in der Lage bin? Nochmal, mal nur zu viel rausgehen. Boah, du kleiner... Ich lutsch keine Banane. Kannst du selber in den Popo stecken. Ihr wollt mir drohen? Seht ihr denn nicht an meinen fehlgeschlagenen Zauber, wozu ich in der Lage bin? Boah, Mann, warte, wie ihr macht das mit Absicht. Ich bin unschuldig, ich habe heute keine Stimme mehr. Boah, geil. Mann, das war so perfekt, der Satz, ey. Ja. Der kannst du doch benutzen, ist doch nichts, man hört doch nichts. Ich hab ihn nur so gemacht. Schwinger. Nein! Anscheinend braucht eure unverschämtes Mundwerk eine kleine Lektion. Aus diesem Grunde werde ich euch verwandeln. So entstellt wird euch dann keiner mehr wiedererkennen. Noch nicht einmal mehr euer Vater. Nochmal, so ein bisschen mehr krächzen. Ja. Ich in einen Riesendildo. Wo machst du jetzt? Oh, ich verwandle ja, damit ich weiß, da muss ich... Ich verwandle dich in einen Kevin. Das ist zu viel Strafe. Anscheinend... Du wirst kriminiert. Niemals. Die Eule puckt dich gleich in den Arsch.
ist, ich brauche ein Mini. Kannst du es denn sein lassen? Darf ich jetzt mal reden? Ich habe auch nicht sowas bei dir gemacht. Ich spiele nur. Ja, dann spiel doch in der Küche. Wenn man... Mein Gott, ey. Boah, das ist schwer, die Stimme zu halten. Ehrlich, ey, das ist echt die richtige ausgesucht. Ja, ne? Ja. Es nimmt mit euch ein schlimmes aus? Nee. Oh, nee, gar erst. Nicht. Da war ich ja schon. Ja, erst. Erst, wenn man euch schießt nieder, könnt ihr zu einem Menschen werden wieder. Mein Gott. Alter, ey, ich hasse Gedichte. Aber das war okay. Ja. Nee. So verfluche ich euch heute und hier. Ihr werdet nun zu einem Werwolfsgetier. Nochmal. Ja, ihr werdet, ne? Ja. Ihr werdet nun, mein Gott. Ihr werdet nun zu einem Werwolfsgetier. Gut, dann haben wir das jetzt auch fertig. Was haben wir noch für Szenen? Du, die Porno-Incest-Parade. Nein, wir drehen kein Porno, wir drehen Kinderfilm. Oh, ein Porno für Kinder? Halt's Maul. Nein. Wo Teddybär den Herrn, nein. Herrn Esel ist? Nein, 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 nein. Wir drehen hier einen Kinderfilm, keinen Pornofilm. Immer noch. Du bist langweilig. Nein, ich halte mich hier an Fakten. Der Sud, der... Scheiß auf den Sud, der ist langweilig. Ja, aber der vertraut mir blind. Und ich will, dass das hier ein anständiger Kinderfilm wird. Ja. Ja, also. Ein Kinderfilm für Erwachsene. Bist du behindert? Seit wann gibt's einen Kinderfilm für Erwachsene? Alter, du bist sowas von 1860. Sowas nennt man heutzutage Animes und Hentai. Da wird gefickt. Also, ich kenne weder eine Anime, ich kenne eine Anemie. Die wohnt hier um die Ecke, die heißt Annemarie. Die ist ganz nett, aber ist mir neu, dass die Pornos dreht. Und Hentai, Hände, legt man jetzt so ein rohes Ei zwischen die Hände und klatscht dann. Also das wäre ja dann Rührei. Aber was hat es dann mit Porno zu tun? Also vielleicht ist so im übertragenen Sinne wegen den männlichen Geschlechtsorganen? So wegen Eier oder Hoden oder so? Oder, hör zu, Luzi. Ich glaube, ich habe dir, als du ein Kind warst, zu oft die Schaufel auf die Fresse gehauen. Ich sollte damit wieder anfangen. Warum? Also, guck mal, ich verstehe doch nicht, einfach nur nicht, was hat die Annemarie hier um die Ecke, ne? Nicht Annemarie. Anime. Ja. 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 Anime sind japanische Filme, Serien. Im Stil von Kinderserien. Mit dicken Bubis, nackten Erschis und Fiki-Fikis. Und sowas macht die Annemarie. Also ich meine, das ist ja in Ordnung, wenn die Japanerinnen drüben in Japan statt Annemarie Anime heißen. Ich brauche noch ein Tütchen. Also ich meine, das klingt ja auch irgendwo ein bisschen exotischer, ja? Aber das war zu viel, das guck. Ja, bist doch behindert. Aber ich kann mir doch nicht vorstellen, dass eine Annemarie sofort im Porno Erotikgeschäft ist, wenn die nur Annemarie heißt. Das hat überhaupt nichts mit Annemarie zu tun. Ja, warum erwähnst du die dann die ganze Zeit? Das heißt Anime. Ja, Anime und Hentai. Diese Sparte heißt Anime und Hentai, wo diese Filmchen herkommen. Ja, ich sag doch, du redest die ganze Zeit über Anime. Ja, Annemarie. So, und habe ich dir schon erzählt, die hat einen Laden aufgemacht, ne? Hier direkt neben dem neuen Discount. Nein. Wie heißt der nochmal? Weiß ich nicht mal, aber das ist kein Erotik-Discount. Nein? Nein, und Eier verkauft die auch nicht in den Händen. Verkauft die da Schore? Nein. Das hat einen Scheißladen. Das weiß ich nicht, ob die für Badezimmerbedarf was hat. So wegen Toilette und so. Wegen Scheiß. Ich sollte das Rauchen aufhören. Ja, aber ich verstehe immer noch nicht, was... Du verstehst gar nichts, halt's Maul und mach weiter. Gut.
Also, jetzt hast du mich total mit deiner Annemarie und mit den Eiern in den Händen, hast mich total aus dem Konzept gebracht. Weißt du, ich kann mir hier, ich stelle mir gerade vor, wie die Annemarie so zwei oder drei rohe Eier da mit der Hände jongliert. Das ist total, weiß ich nicht. Anime! Du Ruhe. Wo kam jetzt diese Geisterstimme her? Ja, da drüben vielleicht. Ich bin Gott. Ja, da ist ein Lichttechniker, den haben wir vergessen, da oben runterzuholen. Der kann da oben verrecken. Der ist da oben seit den Aufnahmen von Der Teufel und der arme Mann. Ich glaube, das war 2011. Wir haben den da immer noch oben. Boah, die arme Sau. Ja. Lebt da oben noch einer? Brauchst du Schore? Wie willst du denn die Schore da oben hochbringen? Werfen oder was? Ja. Ja, dann machen wir auf 6 Meter Höhe. Da ist kein Problem. Ich habe aber auch eine Armbrust da, da kann ich hochschießen. Aber musst du aufpassen, ne? Der muss viermal am Tag pinkeln. Dann geht alles runter. Jetzt weiß ich auch, warum du so nass bist. Ja. Ich habe gedacht, draußen hat es geregnet, als ich kurz eine rauchen war. Nein. Oh. Draußen ist strahlender Sonnenschein. Ups. Er hat wahrscheinlich aus dem Fenster gepisst. Wie soll er aus dem Fenster pissen können? Der hängt da unter der Scheinwerfer, da ist kein Fenster. Weißt du das? Nö. Siehst du? Ich hoffe es. Nur weil du da oben hängst, du kleiner Vogel, heißt das nicht, dass du Gott bist. Doch. Die Pumpgun richtet alles. Ui. Gut, dann drehen wir jetzt weiter. Was brauchen wir noch hier? Wir brauchen noch die Szene hier mit, Lindy und dir. Ja! Nein. Doch. Ich mach mich schon mal nackig. Nein! Wir brauchen dich angezogen vor der Kamera. Ich spreche auch hinter der Kamera. Hör mal, die Kinder wollen was zum Lachen, ja, aber die wollen nicht lachen wegen deinem kleinen Schwanz. Hör mal, meiner ist ganze 16 Meter größer als deiner. Davon träumst du? Nein. Außerdem, wenn deiner über 16 Meter oder Minimum 16 Meter ist, ey, dann tust du nur, nicht nur du mir leid, ne? Aber meinst du, warum deine Frau so eine riesen Höhle hat? Oh. Da habe ich gar nicht nachgeguckt. Kannst du mal sehen, der Postbote ist schon mit dem Fahrrad drin versunken. Oh. Ist doch widerlich. Ja, auf jeden Fall, ihr bleibt angezogen während des Drehs. Beide! Was, ich soll mich wieder umziehen? Nein! Soll ich mich ausziehen? Nein, du sollst dich auch nicht ausziehen. Du gehst jetzt vor die Kamera und dann zieh ich mich... Nein, du ziehst dich dann nicht aus. Doch, Baby. Zieh dich aus. Unser Regisseur hat gesagt, ich soll mich aus... Nein, es wird... Zieh dich aus, kleine Maus. Mach dich nackig. Nein! Reicht das, wenn ich mich nur unten rum... Nein, du bleibst oben und unten rum angezogen, verflucht nochmal. Ich kann ja den Rock so ein paar Meter... Nein! Ja. Der Rock bleibt da, wo er ist. Nein! Auf 2 Meter hochgezogen! Nein, der Rock bleibt unten, verfluchte Hacke! Du gehst jetzt auf die Bühne und der Jack, der... Kommt mit wedelndem Fahnenmast vorbei. Nein! Das ist doch widerlich. Also, wir drehen jetzt eine ganz normale Szene mit dem verstörten Wuffi. Ich hab einen Hund? Ja. Seit wann? Seit jetzt gerade. Ist das so ein konkret krasser Pitbullix? Nein, ich glaube, das ist irgendwie so ein Mischlingsrüdel aus Chihuahua und Katze. Was soll ich mit so einer Scheiße? Mit auf die Jagd gehen. Den Werwolf suchen. Das bringt doch nichts, so eine kleine Pussy-Töle. Bring mir einen Pitbullix. Nein, den konnten wir nicht mehr bringen. Da hat Greenpeace nicht mitgemacht. So eine Scheiße, ich glaube, ich muss mit Magic Drink Mix sprechen. Ja, mach das eine Butcherei. So, also, so, jetzt ab mit euch auf die Bühne und vernünftig, ja, vernünftig. Ich will, dass da ein vernünftiger Text bei rauskommt. Und ja, dann, schauen wir weiter. Yummy. Yummy. Prinzessin Lindy. Ich grüße euch, Prinzessin Lindy. Schau vor, euch geht's gut. Was macht ihr denn hier bei mir? Was kann ich für euch tun? Was? Mein Wuffi ist nicht verstößt. Was? Nein, nochmal so. Was? Mein Wuffi
ich nicht zerstört. Mein Wurf ist nicht zerstört. Nein, 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 nein. Was? Mein Wurf ist nicht. Ja, boah, was ist jetzt dies für eine Scheiße hier? Was? Also, was? Was? Mein Wufi ist nicht zerstört. Es ist scheiße, ich muss irgendwie für alles eine Tonlage halten können. Was? Mein Wufi ist nicht zerstört. Was? Was wusste ich ja wohl? No, nochmal. Scheiße. Was? Mein Wufi ist nicht zerstört. Nein. Nee, ich muss irgendwie eine Stimme finden, die ich halten kann für alles. Das mit dem Bayerisch ist kacke. Es sei denn, ich grüße euch, Spritze. Ich grüße euch, Prinzessin Linde. Bist du Jäger Jack, nicht Adolf Hitler? Popcorn, Popcorn! Popcorn, Popcorn! Prinzessin Linde, was macht ihr denn hier in meinem Wald? Ich grüße euch, Prinzessin Linde. Ich hoffe, es geht euch gut. Was macht ihr denn hier bei mir? Was kann ich für euch tun? Was? Mein Wufi ist nicht verstört. Das wüsste ich ja wohl. Wenn er nicht... Das wüsste ich ja wohl. Wenn er nicht mehr alle Nadeln hat... Was? Mein Wufi ist nicht verstört. Das wüsste ich ja wohl, wenn er nicht mehr alle Nadeln an der Dame hätte. Also wirklich, Prinzessin. Ihr müsst mir doch kein Blasen. Was? Die Prinzessin hustet schon. Also wirklich, Prinzessin. Es geziemt sich einfach nicht mehr an den Eiern zu spielen. Was? Okay, jetzt. Spaß beiseite. Also wirklich, Prinzessin. Es geziemt sich einfach nicht, mich auf so eine gefährliche Jagd zu begleiten. So Befehl, Euer Hoheit. Aber bitte seid vorsichtig. Verzeiht mir, Prinzessin Lindy. Ich habe euch letzte Nacht in den Arsch gefickt. Was? Nicht tut weh. Nein, ich kann nicht mal richtig sitzen beim Kacken. Verzeiht mir, Prinzessin Lindy. Okay. Verzeiht mir, Prinzessin Lindy. Ich mach mir halt nur große Sorgen um euch. Na dann, mal los. Lutschen! Niemals! Oh, wer spricht denn den Werbung? Haha! Jetzt habe ich euch endlich im Popo-Club getroffen. Was? Das kann nicht sein! Nun zieht die Hose runter! Jemand! Das war bitte ich! Alter, das Fickstitzel! Oh, geht du da weg! Für ich kann doch keinen Werwolf ficken! Ich kann nicht für den kaufen. Führer! Haha, jetzt habe ich euch endlich gefunden. Ihr seid das Untier, das dieses Königreich terrorisiert. Ergebt euch! Das nehmen wir! Das so ein Lappen! Das nehmen wir! Ergebt euch! Das kann jeder behaupten. Stirb, du verdammter Werwolf! Nanu! Was soll das denn hier? Hinweg mit dir, du komische Missgeburt. Nochmal bitte, ab hinweg. Hinweg? Zweiter Reihe. Hinweg mit dir, du komische Fledermaus. Was fliegst du mir zwischen die Eier? Hinweg mit dir, du komische Fledermaus. Was fliegst du mir dazwischen? Wenn ich jetzt nicht richtig getroffen habe, bist du schuld. Und ich habe nicht getroffen. Ich weiß nicht. Was? Ich würde hier ab, wenn ich jetzt nicht richtig getroffen habe, bist du schuld. Du kleines Tor. Wenn ich jetzt nicht richtig getroffen habe. Nochmal bist, bitte. Wenn ich jetzt nicht richtig getroffen habe, bist du schuld. Ich geh mal kurz in die Küche zum Lutschen. Oh, du gehst lutschen. Ja mei, dann kommst du mal her, gehst unter den Tisch, dann kannst du weitermachen. Wenn ich jetzt nicht richtig getroffen habe, bist du schuld. Und ich habe nur eine einzige Silberkugel. Die sind schließlich teuer, verdammt.
ab und ich habe. Und ich habe schließlich nur eine Silberkugel. Nur eine einzige. Mein Gott. Und ich habe nur eine einzige Silberkugel. Die sind schließlich teuer genug. Na, zumindest liegt der Werwolf nun blutend am Boden. Wenn ich Glück habe, ist er tatsächlich tot. Ja, sieht gut aus. So, jetzt haben wir die Szene auch im Kasten. So, boah, was müssen wir noch drehen? Ja, die Szene war im Kasten toll und ich war nicht einmal nackig. Und Lindy ja, auch. Ja, da wärst du nackig, hätten die Kinder auch zu viel zum Lachen. Das muss ja nicht sein. So, nein, da hätten die Kinder was in Sexualkunde gelernt. Nein. Doch. So, als nächstes kommt jetzt hier noch die Szene mit dem Werwolf und mit der Fledermaus Philly. Die drehen wir jetzt noch schnell ab. So, dann haben wir das auch schon mal fast fertig. Da haben wir quasi die halbe Miete. Hm. Ja, was kommt noch danach? Die Oma, ne? Die Szene mit dir und der Oma. Na, die Oma, die ja, alte Bratze, ja, ja. Die... Ja, sorry, das muss gedreht werden. Kannst du das nicht für mich übernehmen, während ich Lindy ratter? Ich bin nicht der Jäger vom Silberwald, sondern du in dem Film. Stimmt, du bist nicht der Jäger vom Silberwald, du bist der Neger vom Silberwald. So, also jetzt drehen wir noch eben zu Ende. Was sind das bloß für herrliche Schmerzen? Alter, hab ich einen Prängel gekriegt. Jetzt weiß ich, woher die Schmerzen kommen. Anscheinend war ich ohnmächtig. Doch wo ist nun Hexe Dorothea? Die ist bestimmt wieder im Puff. Doch wo ist Hexe Dorothea? Die lässt bestimmt wieder Anal nehmen von Jäger Jack. Was sind das bloß für Schmerzen? Was sind das bloß für höllische Schmerzen? Alter, hab ich einen Prängel gekriegt. Nicht, dass ich ihn schon vorhatte, aber es ist ja auch noch rasiert. Anscheinend war ich ohnmächtig. Doch wo ist nun Hexe Dorothea? Bestimmt schon wieder links im Puff. Und lässt sich von links anhalten. Von Jack the Ripper. Mit dem großen Langbein. Anscheinend war ich ohnmächtig. Doch wo ist nun Hexe Dorothea? Mein Gott, die fickt bestimmt schon wieder anal mit dem Jäger Jack rum. Und er zieht ihr den Arsch so weit auf, dass sie kein Wiedersehen mehr sieht. Das war jetzt kein Deutsch, ey. Mach mal auf. Was denn fucking ehrlich hier? Scheiße, wie spreche ich denn jetzt? Ja, ich will. Nein. Boah, ey, da kommt mir die pure Liebe zum Vorschein, ey. Leck mich an die Schuhsohle. Ist das romantisch? Soll ich noch Kerzen aufstellen? Vielleicht hast du es dann einfacher mit durchsprechen. Hättest du nicht jemanden nehmen können, der schon verheiratet ist? Wäre langweilig gewesen. Ja, ich will. Oh, das war schön. Ja, war das gut? Ja. Das war okay. Ja, das war okay. Schön. Ich möchte dich nie wieder sagen. Oh, siehst du, das hatte ich schon. Ah, ja und? Ah, ja und? Haben Sie da schon einen Aussicht? Nochmal was, bitte. Mich? Nochmal bitte. Aha. Und? Haben Sie da schon einen Aussicht? Nee, so. Und haben Sie da schon einen Aussicht? Aha. Und? Haben Sie da schon einen Aussicht? Nochmal bitte. Aha. 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 Und? Haben Sie... Ich glaube das nicht.
Du sollst zwischen nach dem und keine Pause einlegen, du Schmongo. Aha. Und? Haben Sie da schon einen Aussicht? Das können wir nehmen. So, jetzt haben wir das geschafft. Boah, ey. Mein Gott, diese Kack-Oma, ich muss mich mit Lindy ablenken. Nein, ich werde mich jetzt mit Lindy ablenken. Nee, Moment, komm, scheiß drauf. Nimm Lindy, ich nehme die Ramona. Nein, ich nehme beide. Du kriegst die Oma. Du kannst doch nicht Lindy und die Ramona gleichzeitig nehmen. Doch, natürlich. Nein. Doch. Nein. Ich kann alles. Ich bin Mexikaner, du Schlampe. Ich bin auch Mexikaner. Du bist kein Mexikaner, du bist nur ein Pseudo-Pussy-Kind. Du bist adoptiert. Nein, guck mal, du... Deswegen bin ich auch dunkler als du. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Steht in der Geburtsurkunde. Nein. Doch. Doch. Nein. Ah, sag ich doch. Das ist wieder mit Tintenkiller nachgeschrieben. Ja. Also, du nimmst jetzt die Lindy und ich nehm unsere Hexe Ramona. Nein, und ich nehm beide. Dann, du kriegst das Hexenkostüm. Ich nehm die Frau darunter mit. Nee. Doch. Ist denn das Kostüm wenigstens aufblasbar? Ja. Okay, dann kriegst du das. Ich nehme... Nee, du brauchst ja gar nicht ablenken. Die Frau bleibt bei mir. Ja, du nimmst doch die Lindy. Ich nehme beide. Nein. Zuerst nehme ich meine Frau, dann nehme ich Lindy, dann trete ich Lindy in eine Tonne und dann nehme ich wieder meine Frau. Also du bist doch dann überfordert. Nein. Doch. Nein. Ja, guck mal, hier der König, der hat schon ganz traurige Augen, der Alfons. Dann kannst du den doch nehmen. Den kannst du nehmen. Nein. Oder wir schicken den hoch zu unserem Lichttechniker. Unser Lichttechniker kann König Alfons einen kauen. Ich kann euch gleich ein. Oh, da freuen wir uns aber. Es gehört, der Lichttechniker kaut uns ein. Du schwule Sau, bleibst da oben. So, dann haben wir jetzt alles gedreht, alles im Kasten. Ja. Dann wird jetzt das Material einmal überprüft. Ja. Und wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann müssen wir morgen nochmal nachdrehen. Das werden wir wohl müssen, aber dann zu einer anderen Uhrzeit, kleiner Penis. Ja, am besten um 20 Uhr, weil ich davor dann noch die Ramona bürste. Nee, du bürstest Lindy. Nachdem ich sie gebürstet und vorbereitet habe. Ach du, wenn die ich nehme doch keine Gebrauchtware. Natürlich. Soll ich mich wieder umziehen? Nein. Ist doch genauso wie mit deinem Pickup. Auch Gebrauch gekauft aus dritter Hand. Ja, was denkst du denn? Ja, nee, aber ich würde mal gerne deine Frau da besser kennenlernen. Komm, kriegst du auch 5 Euro und die Lindy. Und meine Jahreskarte für den Swingerclub. Nee. Jahreskarte für den Swingerclub brauche ich nicht. Ich habe selber eine. Oh. Ja, dann hast du 2. Was soll ich mit 2? Zum Sammeln und Tauschen. Nee. Ja doch. Ich habe die schwarze. Die Ultra-Club-Mitgliedskarte. Ich komme da umsonst rein. Du hast nur die rote, du musst noch zahlen. Ja, aber nur 5 Euro, die kriegst du dann auch. Ja, aber ich habe umsonst. Oh. Ja. Dann krieg ich die Ramona auch mal eben so für umsonst. Die hat's aber auch. Die hat auch eine Karte. Ja, aber die goldene. Goldene? Ja. Was ist der Unterschied zwischen der goldenen und der schwarzen? Sie kommt da umsonst rein, darf aber nicht bumsen. Oh. Warum ist sie da gold? Ja, ganz einfach. Sie hat ein Keuschheitsgelübde abgelegt. Was meinst du, warum ich die ganze Zeit mit deiner Frau rate? Sie lässt niemanden ran. Aber ich denke, du willst heute Abend mit ihr bumsen. Ich versuch's. Ja, es wird ja nur beim Versuch bleiben. Deswegen nehme ich erst deine, dann versuche ich durch den Keuschheitsgürtel zu kommen. Falls das nicht klappt, nehme ich wieder deine. Und dann versuche ich nochmal durch den Keuschheitsgürtel zu kommen. Wenn du dann meine nimmst, dann kann ich doch zeitgleich deine nehmen. Geht ja nicht im Keuschheitsgürtel. Dann schweiß ich auf. Geht nicht. Warum nicht? Das ist Gold. Ihr Gold kannst du nicht schweißen, oder was? Nein. Seit wann? Das ist so ein... Kennst du... Nee, kenn ich nicht. Wixman? Wixman, nee, kenn ich nicht. Dann ist so eine Alamantium-Bananen-Legierung. Da geht nichts durch. Also. Ja, Ruhe da oben. Ich wix dir gleich da hoch, ey. Ist ja widerlich. Und außerdem steht da noch ein Türsteher vor. Der da oben lacht uns aus. Das macht er aber auch nur, weil er kurz vor Verrecken ist. Du bleibst da noch weitere 10 Jahre hängen, mein Freund. Ich bleib da für immer hängen.
Wer um alles in der Welt lacht, wenn er kurz vorm Sterben ist? Nur Bekloppte. Ja. Ja gut, dann müssen wir den Scheiß ja jetzt eigentlich hier im Kasten haben, oder? So, ja, dann haben wir den Scheiß jetzt im Kasten. Du nimmst die Lindy. Hey, ich hab meinen Namen gehört. Nix. Du gehst gleich mit dem Jack lecker essen. Ich hab aber keinen Hunger. Du gehst lecker essen und... Weißt du was? Ja. Die zickt mir zu viel bei Alti. Nee. Doch. Jetzt hast du die Arschkarte. Ich nehme meine Frau. Tschüss. Nee, warte. Jetzt bleib... Scheiße. Meine Fresse. Jetzt ist er schon wieder weg. So eine Kacke. Oh. Ja gut, dann nehme ich halt... Du als Maul da oben. Alles scheiße, ey. Ja gut, Freunde der Nacht. Wir haben ja jetzt alles... Ey, der ist da drüben. Meine Fresse, ja gut, dann haben wir alles abgedreht. Ja, dann danke fürs Kommen, fürs Erscheinen. Ich hoffe, dass keiner gekommen ist. Auch nicht der Jack. Habe ich Pitbullix hier vergessen? Nein, verbiss gut, dich. Gut, tschüss. Und ja, dann schaue ich mal, wie das mit dem Material ausschaut. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum zweiten Drehtag. Okidoki, ciao, ciao. Hallo Leute, da bin ich nochmal. Ja, wie schon der Titel sagte, ne? Ist echt krasser Shit. Ja, ich habe versucht, so gut wie möglich das Material zu bearbeiten, um es euch dann zu zeigen. Unter anderem habe ich dann natürlich auch Originalszenen aus dem Film Der Werwolf vom Silberwald benutzt. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn sich jemand beleidigt oder gekränkt fühlen sollte, bitte nicht ernst nehmen. Ist alles nur Spaß. Auch wenn es dunkelschwarzer Humor ist in diesem Fall. Ne? Ja, deswegen haben wir ja auch FSK 16 gemacht. In diesem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss!